Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXL Unboxing von PR-Paketen für dich, mal wieder. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst vielen Dank an meine wundervollen Kooperationspartner, dass sie mir diese Produkte teilweise mit Vorankündigung, teilweise total unverhofft einfach zugeschickt habt. Also mega geil. Vielen, vielen Dank. Und ich habe hier Produkte von B wie Beauty Bay bis Y wie Yepoda auf meinem Tisch. Und in diesem Video wird es natürlich auch eine Verlosung geben. Ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Genau. Aufregend. Vor allem habe ich hier Beauty drin, also Pflege, dekorative Kosmetik, Lifestyle-Produkte und die dekorative Kosmetik wird demnächst auch in den Schminki wandern, dass ich euch die alle nochmal in Anwendung zeigen kann. Aber ich fange jetzt mal an mit bei Beauty Bay. Bei Beauty Bay ist die Marke von Beauty Bay selber. Beauty Bay ist ein Online-Shop, der seinen Sitz in England hat und da bestelle ich auch regulär sehr gerne tatsächlich. Da habt ihr auch schon den ein oder anderen Haul von mir mal gesehen und daraus hat sich eine Kooperation ergeben, weil die einfach gemerkt haben, dass ich so auf die abfahre tatsächlich. Genau, und dann machen wir über Awin eine Kooperation und das heißt, ich kann Links erstellen auf Awin oder Arwin und verdiene daran eine kleine Provision, wenn jemand über den Link auf die Homepage geht und dann auch entsprechend bestellt. Und das finde ich ziemlich cool und Beauty Bay schickt mir ab und an auch mal Produkte zu. Vorher werde ich angeschrieben, da werden mir die Neuheiten auch geschickt, einfach per E-Mail, dass ich mir was aussuchen könnte, wenn ich möchte. Worauf ich total abfahre, ist die Marke von denen selber, bei Beauty Bay. Da habe ich mir auch schon selber das ein oder andere Produkt bestellt, gekauft, ne, von meinem Geld halt. Und jetzt aktuell launchen die halt relativ viel. Und vor allem, also ich spekuliere vor allem, auch wenn irgendwann mal stattfindendes Full Face bei Beauty Bay. Meine Stimme versagt heute, es tut mir leid. Jetzt habe ich auch noch geschlürft, ne? Böse. Auf jeden Fall haben die Augenbrauenprodukte gelauncht. Und da durfte ich mir die Farben aussuchen. Das ist einmal ein Augenbrauenstift, den habe ich in der Farbe Almond oder so. Micro Sketch Eyebrow Pencil nennt sich der. Und das ist halt so ein super feiner Augenbrauenstift. Das Packaging ist immer schwarz-weiß von der Umverpackung. Und die Verpackung selber ist weiß mit silberner Schrift. Genau, die Farbe Almond habe ich, also Mandel quasi. Ich habe ein bisschen Angst, hier ist ein Spoolie dran und hier ist der Stift zum Hochdrehen, auch ein super feiner Stift. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Farbe vielleicht ein Müh zu warm sein könnte. Aber ich glaube, es wird funktionieren, gehe ich sehr stark von aus. Den swatche ich hier mal, dann seht ihr die Farbe Almond auf jeden Fall auf meiner Hand einmal. Ne? Das sieht sehr leicht rötlich, leicht beige-mäßig aus. Aber es könnte was werden, tatsächlich. Ja, doch, mit meiner aktuellen Augenbrauentechnik, wie ich meine Augenbrauen male, glaube ich schon, dass es was wird. Wie gesagt, das in meinem Fullface, ich denke, Fullface Beauty Bay werde ich mal machen. Ne? Produkte, die man bei Beauty Bay shoppen kann. Und zusätzlich dazu gab es auch oder gibt es jetzt mittlerweile zu kaufen ein Microfiber Eyebrow Auffüllgel, keine Ahnung, habe ich mir in der Farbe Biscuit ausgesucht. Das ist dieses hier. Und Augenbrauengele, gefärbte Augenbrauengele verwende ich in letzter Zeit auch recht häufig. So im Alltag, wenn es mal wirklich schnell gehen muss und ich jetzt nicht super definierte Augenbrauen möchte, sondern einfach mal eben wisch, 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 fertig. Ne? Gibt dem Gesicht noch ein bisschen Definition. Und hier haben wir auch ein paar Fasern mit drin. Das heißt, für mich mit meinen Krüppelaugenbrauen, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so ultra krüppelig sind, weil ich ja mein Augenbrauenserum verwende, Grande Brow von Purish, wo wir auch nachher zukommen, mag es gerne, wenn die aufgefüllt sind, weil ich habe doch noch relativ viele Lücken. Dann kann ich dann in Kombination mit dem Fibergel und dem Stift sehr schön arbeiten, hoffe ich. Also so meine Hoffnung, ich habe die Produkte ja noch nicht ausgetestet. Das machen wir dann einfach mal zusammen in einer First Impression. So, dann gibt es noch ein weiteres Produkt von By Beauty Bay. Und zwar haben die ein, also jetzt passend zum Sommer, ein Matte Blur Priming Stick rausgebracht. So eingepackt. Das ist wirklich ein Stift. Und damit kann man zum Beispiel so in der T-Zone das ein bisschen abmattieren, dass es nicht so, ne, glänzt über den Tag. Oder hier so an den Poren, die ein bisschen vergrößert sind, die Poren entsprechend minimieren. Finde ich extrem cool. Und das ist so ein hochdrehbarer Stift. Also
Sieht super unspektakulär aus. Das Verpackungsdesign ist halt das Übliche, aber die Verpackung an sich fühlt sich jetzt nicht so ultra hochwertig an, aber bei Beauty Bay Produkte sind recht günstig. Ne? Swatche ich hier mal. Okay, ja, und der mattiert halt auch direkt, ne? Meine Haut an der Hand hat so einen zarten Glow. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber jetzt so mittendrauf habe ich jetzt so einen kleinen Strich gemacht mit dem Blur Primer. Das finde ich cool. Das wird ausprobiert. Vor allem interessiert mich da, ob ich dann gegebenenfalls auch meine Stirn damit wirklich so abmattieren kann, dass sie nicht nachölt. So im Winter mag ich das gerne, wenn ich Glowy Poey Kapoey habe und mir nochmal extra Portion Glow drauf packe. Wobei ich gerne auch im Sommer glowe. Aber halt nicht auf der Stirn und nicht hier so die Poren sichtbar haben möchte. Ne? Mal gucken, ob der hilft. Das müssen wir ausprobieren. Das nächste, was ich habe, und da bin ich mega stolz drauf, muss ich sagen, ja, ich bin jetzt auf der PR-Liste von Benefit, Leute. Ist das nicht krass? Ich raste aus. Ich habe ja auch mal ein Fullface mit Benefit-Produkten geschminkt und ja, weiß ich nicht. Die sind auf mich aufmerksam geworden und fanden das cool, haben mich per E-Mail angeschrieben, ob ich deren Club Pink oder Benefit Club Pink beitreten möchte und dann immer mal wieder halt so eine schöne pinke Box erhalten möchte. Ich sage, ja, sau geil. Und ja, hier ist sie nun. Ne? Ich bin total baff und glücklich und raste aus. Also ich finde es wahnsinnig cool. Und hier haben wir dann die Neuheiten so mit drin. Neuheiten und Favoriten, sage ich mal. Ne? So Produkte, die in dem Standardsortiment von denen drin sind und die halt einfach geil sind. Wie zum Beispiel hier der Precisely My Brow. Habe ich ja in der Farbe 2. Und das ist jetzt hier mein Backup. Ich habe noch einen da. Und wenn der leer ist, dann habe ich auf jeden Fall einen, nicht leer zu sein, sage ich mal. Finde ich so geil. Und ich habe ja das letzte Mal auch in PR tatsächlich einen Full-Size von denen zugeschickt bekommen. Und da habe ich das erste Mal bemerkt, so, hey, hier ist einfach ein Spoolie hier dran. Das wusste ich ja nicht, ne? Bei den kleinen Größen, die ich so zum Beispiel in Adventskalendern drin hatte. Oder mal in einer Glossy Box Benefit Edition oder sowas, ne? War ja auch mal so eine kleine Größe von diesem Precisely My Brow Pencil drin. Es ist einfach aufregend. Es ist ein Zauberstab. Es macht unfassbar viel Spaß, sich damit die Augenbrauen zu zeichnen. Du hast hier nochmal so eine extra Grip-Fläche, ne? Wo du dann den Stift ein bisschen besser halten kannst. Und sieht schon scharf aus. Echt. Es ist so ein hochdrehbarer Stift. Ja, auch eine geile Farbe. Ne? Ich swatch den mal direkt unter dem von bei Beauty Bay. Ja, anfangs sind die immer ein bisschen härter. Gut, der ist jetzt ein bisschen aschiger. Na, muss ich mal gucken. Das ist jetzt der untere Swatch von dem Augenbrauen. Swatch quasi. Aber das ist halt voll meine Farbe, ne? Aber ich lieb's. Vielen, vielen Dank. Richtig, richtig geil. Feier ich hart. Wirklich. Ne? Habe ich auf jeden Fall jetzt ein Backup. Wo packe ich das überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich packe es auch hier hinten. Okay. Dann habe ich eine Batgirl Bang Mascara bekommen. Ich habe aktuell tatsächlich gar keine da. Das ist jetzt die Mini-Größe mit 3 Gramm oder 3 Millilitern. Die sieht auch so geil aus. Die sieht aus wie so eine Krone von einer Königin, von einer Kaiserin. Wie eine Kaiserkrone, so auch, also in der Full Size. Auch so ganz krass halt, ne? So schaut die jetzt halt in der Mini-Größe aus. Aber wenn man halt die Originalgröße hat oder eine etwas größere Mini-Größe, hat das hier auch so einen ganz speziellen Kopf. Aufregend überhaupt. Die hat ein Gummibürstchen, was super lang ist und sehr flexibel. Geht so kegelförmig nach vorne zusammen. Und das ist eine Mascara, die verwende ich gerne für Länge und für so ein Mühvolumen. Die gebe ich mir super gerne unter zum Beispiel Mascaren mit Faserbürstchen, die so Wawawoom Lashes machen. Und so erziele ich halt auch einen richtig krassen Look auf meinen Wimpern. Ne? Kleiner Trick hier von mir. Und ja, finde ich toll. Genau. So, dann gibt es ein ganz neues Produkt von Benefit und zwar den Hoola Glow Bronzer. Man wird es gleich sehen. Ich habe ihn schon geswatcht, weil ich ja, eben das Paket ausgepackt habe und so ausgerastet bin, dass ich es direkt sehen wollte. Wir kennen den Hoola Bronzer an sich, der farblich doch sehr ins Rötliche geht. Und die haben jetzt von dem Klassiker einfach eine Glow-Variante rausgebracht, was jetzt so Richtung Sommer ganz cool werden kann. Und da bin ich super gespannt drauf, ob das auf meinem Gesicht wirklich wie ein Bronzer-Topper ist, der meinem Gesicht einfach ein bisschen mehr Bewegung und Dimension gibt. Oder ob es aussehen wird wie ein etwas zu dunkler Highlighter, den ich mir aufgetragen habe. Ich hoffe eher Ersteres. Und so schaut der aus. Das ist halt hier in diesem, ne,
in dieser Pappschachtel drin, wie man das so kennt von dem Hoola Bronzer. Und dann haben wir sogar ein Pinselchen mit dabei. Den kann man verwenden. Also ich bin ja jetzt nicht so Ultra-Fan von, kann man verwenden, ne? Ich nehme lieber so einen dicken Fluffel, mit dem ich darin rumfluffel und das auf mein Gesicht fluffel. Hiermit kann man jetzt aber noch ein bisschen definierter arbeiten, wenn man wirklich hier so an der Kontur entlang geht, ne? So, und der glitzert halt. Ja, das ist halt auch total super. Finde ich schön. Genau, und jetzt, ich habe ihn ja eigentlich schon geswatcht, aber ich habe dann noch einiges gemacht mit meiner Hand. Ich mache den jetzt nochmal hier drüber, dann sieht man es ein bisschen intensiver. Der hat auch keinen groben Glitzer oder so mit drin. Das ist halt so ein feiner Schimmer, Glow, Popo, finde ich voll schön. Also da bin ich hyped, bin ich sehr gespannt. Ich habe den auch bei Maxim in der Story schon gesehen, da hatte er den auch vorgestellt. Maxim ist vom Hautton aber ein bisschen dunkler als ich, bin ich echt gespannt drauf. Genau, so, dann habe ich hier noch ein kleines Täschchen mit drin. Und dieses Täschchen verbirgt etwas wirklich Niedliches, nämlich eine Schlafmaske. Also ich finde dieses Täschchen an sich schon mal richtig niedlich. Und dann habe ich hier halt noch eine Schlafmaske drin. Und die sieht doch auch total niedlich aus. Und damals war ich ja im Zeltlager öfters, ne? Und da habe ich sowas auch gebraucht. Jetzt mittlerweile haben wir echt gute Jalousien und so. Also da haben wir überhaupt kein Problem mehr. Aber die ist schon schön. Aber wenn du so auf Reisen bist, vielleicht im Flugzeug irgendwann mal, wenn man wieder fliegen darf. Huch, da ist das Silikabeutelchen rausgeflogen. Airplane Mode. Es ist natürlich super scharf, wenn du dieses Ding aufhast, ne? Also, ja. Finde ich auch cool, dass es hier eine ordentliche Aussparung für die Nase hat. Dann geht es eigentlich auf den Keks. Hier hinten wirklich ein ganz, ganz softes Band. Finde ich schön. Fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Das ist cool. Ja, finde ich schön. Gefällt mir sehr. Und dann halt noch die Tasche mit dabei. Muss ich das nur irgendwie kurz wieder reinräumen und zur Seite stellen. Vielen, vielen Dank, Benefit. Und ja, es gibt jetzt auch nächste Woche tatsächlich so eine Masterclass oder so. Und da bin ich auch eingeladen worden. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Also geil. Think Pink, Leute. Ich bin so aufregend. Jetzt kommen wir zu einem Kooperationspartner, mit dem ich schon richtig lange zusammenarbeite. Da habe ich auch schon ein sehr, sehr ausgiebiges und langes Testvideo in der Vergangenheit gedreht. Und ich probiere die Produkte auch nach wie vor immer wieder gerne weiter und mag sie einfach gerne. Ich rede von Dalton. Das ist ja die Marinekosmetik. Und ja, wir alle kommen aus dem Meer. Das Leben kommt aus dem Meer. Deswegen ist diese ganze Marinekosmetik-Geschichte mit diesem Zellomer, Meeresextrakt und so weiter und so fort, eine richtig gute Geschichte für unsere Haut und auch super krass geeignet für sensible Haut. Und die haben halt auch eine neue Reihe rausgebracht und dazu habe ich ein paar Schätzchen zugeschickt bekommen. Richtig geil. Ich habe das bei Mello Flori gesehen, die hat nämlich das Teaser-Video dazu gemacht und hier in diesem Video gibt es auch einen Gutscheincode für euch, den habe ich auch schon auf Insta geteilt. Puh, und da hatte ich doch mal direkt mich verschluckt. Meine eigenen Sprache, Leute. Unfassbar. Auf jeden Fall. Beauty Claudi. Damit bekommst du jetzt für eine, also in dem Zeitraum, den ich euch mal einblende, 20% Rabatt auf das komplette Dalton-Sortiment. Natürlich ausgeschlossen sind die ganzen rabattierten Produkte, also Streichpreisprodukte nennt sich das. Und Geschenkkarten dürften auch ausgeschlossen sein, ne? Aber richtig geil. Also vielen Dank, Dalton. Ich hoffe, dass dieses Video auch noch in dem Zeitraum online geht. Ich habe es aber auf jeden Fall auch in meinem Aufgebraucht-Video erwähnt. Und auf Instagram habe ich es auch geteilt. Solltet ihr mir noch nicht auf Instagram folgen, dann macht das sehr gerne. Ich heiße dort AIDOALKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Fände ich richtig cool. Und ja, wir kommen jetzt aber mal zu den Produkten, die ich zugeschickt bekommen habe. Liebe Claudia, anbei unsere neuen Beauty-Schätze. Viel Freude beim Testen und wir freuen uns auf dein Feedback. Liebe Grüße, dein Dalton-Team. Vielen, vielen Dank und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie vor allem diese Maske wirkt. Also die habe ich euch dann auch schon auf Insta gezeigt. Das ist, hat Melli nämlich auch gezeigt. Das ist so eine glitzernde Maske, die hat ein schwarzes Vlies und die glitzert und da ist Gold mit drin. Das ist die Sparkling Glow Effect Premium Face Care Collagen Pro Maske. Tuchmaske. Caviar and Gold Luxury Anti-Aging Mask. Hammermäßig, hammermäßig. Bin ich extrem gespannt drauf. Und da habe ich 1, 2, 3 Stück von bekommen. Kann ich dreimal testen?
Ich bin so aufgeregt. 15 bis 20 Minuten lässt man die drauf und dann soll man wunderschön aussehen. Ich bin echt gespannt. Und dann habe ich noch meine Lieblingsmaske mitgeschickt bekommen, und zwar die Facecare Hydrolift Biozellulose Mask. Leute, die ist so, so geil. Die macht euch wirklich Feuchtigkeit ins Gesicht. Ne? Die ist nicht günstig, genauso wie auch die Goldmaske. Aber wenn man sich mal ein, zweimal im Monat wirklich einen Luxusmoment gönnen möchte, ein bisschen Me-Time gönnen möchte, damit freut man sich, beziehungsweise die Haut freut sich damit sehr. Und davon habe ich auch noch ein paar Backups bekommen. Das freut mich mega. Also vielen Dank an die liebe Denise und das komplette Dalton-Team. Das ist hammermäßig. Das ist nicht selbstverständlich, das einfach mal so zugeschickt zu bekommen, muss ich auch wirklich sagen. Denn es ist nicht alles. Ich habe hier tatsächlich auch noch das Face Care Freshen Up Hydrating Face Mist geschickt bekommen. Das ist ein ganz neues Produkt, auch bei denen in der Linie, die jetzt ja komplett neu rausgebracht haben. Und auch das darf ich ausprobieren, das darf ich testen und euch davon erzählen. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, es sieht aufregend aus. Es sieht aus, als wäre Meereswasser hier drin. Feuchtigkeitsspendendes und antioxidatives Face Spray mit Mikroalgen, grünem Tee und Ginseng erfrischt den Teint und sorgt für ein strahlendes Hautbild. Vor Gebrauch schütteln, natürlich 2 bis 3 Pumpstöße auf das gereinigte Gesicht oder über dem Make-up aufsprühen. Augen bei der Anwendung geschlossen halten. Kann ich jetzt ja mal machen. Oh, feiner Sprühnebel. Oh, das fühlt sich wirklich schön erfrischend an, Leute. Freshen Up kommt da auf jeden Fall gut raus. Oh. Ein super tolles Sommerprodukt. Finde ich cool. Vielen, vielen Dank. Und dann habe ich noch ein Produkt bekommen, das habe ich mir tatsächlich aussuchen dürfen. Bright Perfection Pigmentation Control Protective Day Cream Lichtschutzfaktor 50. Leute, ich liebe ja die Sonnenschutzcreme fürs Gesicht von Dalton mit Lichtschutzfaktor 50. Plus ist die, glaube ich. Die habe ich auch in meiner Aufgebrauchkiste aktuell drin. Beziehungsweise das Aufgebraucht habt ihr ja schon gesehen. Mega. Und ich habe auch immer gesagt, ich brauche Lichtschutzfaktor 50 für mein Gesicht, weil ansonsten habe ich da echt Probleme. Und das soll halt auch noch helfen, Pigmentflecken aufzuhellen. Ne? Das ist so krass. Ja, niedermolekulare Hyaluronsäure, marine Exopolysaccharide, Alpha-Linolensäure und Niacinamid. Niacinamid, Vitamin B3, hautberuhigend, mega geil. Bis zu 60% weniger Pigmentflecken nach 8 Wochen. Da bin ich sehr gespannt, denn ich bin, wenn ihr das Video seht, schon 32 Jahre alt, ja. Und das ein oder andere Hautverfärbungsgedöns habe ich natürlich in meinem Gesicht, finde ich krass. Pflegekonzept zur Vorbeugung und Reduzierung von Pigmentflecken und für ein ebenmäßiges Hautbild. Mega, oder? Ich freue mich. Also das wird mein Sommerprodukt und ja, brauche ich. Brauche ich. Und ich liebe die Verpackung von Dalton, das ist immer so schön hochwertig. Man mag das gar nicht rausnehmen, aber ja. Muss ja, ne? Man muss es ja rausnehmen. Und das ist halt so ein Pumpspender. Moment. Er sitzt halt immer fest drin. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist halt eine Plastikverpackung, was halt gut ist, weil wenn es runterfällt, ist kein Glas, geht nichts kaputt. Finde ich klasse. So. Mache ich wieder rein. Saugeil, saugeil. Vielen Dank. Also mega. So, dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar habe ich hier etwas von Purish zugeschickt bekommen. Die haben eine neue Make-up-Linie bzw. eine neue Make-up-Brand bei denen auf der Homepage. Und zwar ist es Dose of Colors. Da durfte ich mir ein bisschen was aussuchen, ein bisschen was wurde auch dazugelegt. Und die Produkte habe ich jetzt hier. Ich habe auch eine kleine Probe mit dabei gekriegt. Clean It Zero Tree Peel Acid Cleansing Balm Pore Clarifying. Das kann ich ja heute Abend mal direkt ausprobieren. Bin ich gespannt. So ein kleines Püttchen. Und ja, Claudis Welt 15% Rabatt bekommt ihr dann bei Purish. Ist ein Affiliate-Code, das heißt, da bekomme ich auch eine kleine Provision, wenn ihr den anwendet. Ich fange jetzt einfach mal an. Als allererstes habe ich hier die Foundation und zwar in der Farbe 103 Fair, die Dose of Colors Meet Your Hue Foundation. Habe ich jetzt schon bei so vielen gesehen und fand die so ansprechend. Natürlich, es kommen super viele Foundations jetzt aktuell raus und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja. Aber das müssen wir einfach mal ausprobieren. Huch, jetzt habe ich den Deckel entfernt. Auch das ist eine super krasse Verpackung.
ich habe das immer mal wieder auch gesehen, die Marke bei Beauty Bay, und war relativ traurig, als es dann irgendwann da rausgegangen ist und so. Und ja, weil ich immer so mit mir gehadert habe, will ich das jetzt testen oder nicht, und hin und her und hin und her. Und eigentlich wollte ich das immer. Und dann kam die Marke jetzt zu Purish und da habe ich gesagt, so, und jetzt testest du die aber bitte aus, Claudinchen. Und das ist eine richtig schöne Verpackung. Das ist so eine matte Verpackung, die aus Milchglas ist. Richtig geil. Und hier haben wir einen Pumpspender. Auch das wird ausgetestet. Vielleicht kann ich sogar alles, was ich hier zeige, zusammen austesten. Wobei mir dann auch das ein oder andere Produkt fehlen würde. Müssen wir mal gucken. Kriegst du nie wieder so rein, wie es mal drin war, ne? Ich frage mich auch immer, wie irgendwer sowas reinpacken kann. Ich kriege das nie wieder so hin. Okay, als nächstes habe ich ein paar Lippenprodukte zugeschickt bekommen. Ich glaube, die habe ich mir nicht ausgesucht, oder? Nee. Liquid Matte, Liquid Matte und Liquid Matte. Also wirklich Liquid Lipsticks in Matte, Leute. Ihr kennt meine Einstellung zu Liquid Lipsticks. Wir sind nicht die allerbesten Freunde. Ich habe da immer ein bisschen Respekt vor. Ich habe die Farbe Extra Saucy, Cork und Truffle. Truffle ist so ein richtig schönes Peachy Nude. Das könnte mir sogar fast am besten gefallen, wenn ich mir die Farben so angucke. Mal gucken. Super schwere, hochwertige Glasverpackung auch wieder. Das gefällt mir. Das ist richtig hübsch. Ich hoffe nur, dass sie nicht so austrocknend sind, ne? Mal gucken. Dann habe ich die Farbe Cork. Und das ist halt ein Corkbraun. Sieht so aus. Und dann habe ich hier die Farbe Extra Saucy. Sieht wirklich aus wie so eine rote Chili-Soße, ne? Ja, die werden ausgetestet und dann halt auch auf den Lippen geswatcht und so weiter in meinem Schminki. Und ja, dann habe ich hier noch den entsprechenden Concealer zu der Foundation in der Farbe 04 Fair. Das ist dieser hier. Also die Verpackung fühlt sich richtig geil an. Das ist so, das ist nicht matt, das ist nicht glänzend, das ist so, ich weiß nicht, ob man das auch sieht, ne? So leicht hubbelig. Geil. Okay, auch das wieder eine Glasverpackung. Nee, das ist Plastik. Das ist Plastik. Aber ist nicht schlimm. Finde ich auch gut. Das ist schön. Könnte passen. Könnte passen. Ich bin aufgeregt, Leute. Macht euch keine Vorstellung. Und dann habe ich hier noch mit dabei in der Farbe Escape den Lip Liner. Okay. Muss ich mal schauen, weil der wird wahrscheinlich nicht zu allen drei Farben von dem Liquid Lipstick passen. Und oh ja, ist der schön. Oh, der ist richtig schön. Guck dir den mal an. Ich glaube, ich habe von Dose of Colors auch tatsächlich mir mal einen Lip Liner schon geholt. Ja, ich habe da einen stehen. Muss ich mal gucken, welche Farbe ich da habe. Ja, das ist echt ein schöner Neutron, so zum Hochdrehen. Oh, super weich. Und den finde ich ja klasse. Das mag ich gerne leiden, doch. So. Eine Sache habe ich auch noch von Dose of Colors, was ja das Herzstück quasi ist. Problem, es ist zerbrochen. Das muss ich ein bisschen pressen. Ich weiß noch nicht genau wie. Schreibt mir gerne eure Tipps in die Kommentare. Ich habe hier ja so Desinfektionsalkohol und so. Ich glaube, mit ein bisschen Alkohol presse ich mir das, weil da ist ein Schimmerton rausgebrochen. In der Farbe Cutting Edge habe ich die Dose of Colors Lidschattenpalette. Das ist diese hier. Und ich hatte da so Bock drauf, weil die halt so richtig schön grün ist. Und ich meine auch, dass ich die bei Maxim wieder gesehen habe. Aber man sieht es hier schon, ne? Da kommt mir leider schon ein bisschen Produkt entgegen. Und das ist halt der Schimmerton, der da gebrochen ist. Den wir jetzt auch schon auf der Palette drauf sehen. Leider. Oje, oje. Ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig zu öffnen. Aber das Swatchen spare ich mir dann natürlich, weil ich erst den Ton pressen muss. Die schaut so aus und die passt perfekt zu meinen grün-braunen Augen, ne? Weil das so eine richtig warme grüne Palette ist. Also ganz, ganz geil. Hat eine richtig schöne, ansprechende Verpackung. Also das fühlt sich so an wie Erwachsenenspielzeug von der Verpackung jetzt. Es tut mir leid. So gummiert ist die quasi. Finde ich total cool. Jetzt glitzert mein ganzer Tisch. Aber Leute, ich habe eine Leggings an, da kann ich mir das mal eben kurz abwischen. Jetzt glitzert meine Leggings. Also vielen Dank, Purish, finde ich richtig cool. Und ja, die Produkte müssen natürlich noch in Einsatz getestet werden. Als nächstes habe ich hier von einer lieben Zuschauerin, von der lieben Natascha, etwas zugeschickt bekommen. Und zwar ist es ein Paket.
von Scentsy. Sie ist nämlich, ja, sie vertreibt Scentsy. Ich kann euch mal von der lieben Duft Queen auch tatsächlich alles, alle Kontaktmöglichkeiten, die mir zur Verfügung gestellt werden, unten in der Infobox verlinken. Schaut gerne bei ihr auf Instagram vorbei zum Beispiel. Darüber hat sie mich zum Beispiel auch angeschrieben. Und ich mache einfach das Paket auf und hier kommt ein Duft raus, Leute. Das riecht nach dem La Vie est Belle von Lancôme. Das ist also das Parfum, was ich heute Morgen noch aufgelegt habe. Da habe ich einmal eine Karte drin. Thanks, tiny word, big sentiment. Sentiment, also quasi kleines Wort, große Sentimentalität. I'm hugely grateful for your support of my small business. Ja, gerne. Ne? Also das ist eine Karte, die werde ich auch verwenden tatsächlich, um wenn ich Verlosungskarten und sowas schreibe, kommt sie mit rein. Weil die ist unbeschrieben. Die liebe Natascha hat mir nämlich ein kleines Briefchen geschrieben. Das befindet sich hier. Liebe Claudia, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Auspacken und Durchschnuppern. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Genieße die tolle Duftblume von Scentsy. Ganz viel Freude, deine Duftqueen Natascha. Bin ich gespannt. Also sie hat es hier echt schön eingepackt, in so einem Seidenpapier mit einem Klebi zugemacht und da steht drauf, thank you for supporting my small business. Finde ich so schön. Und die liebe Miss Curly Jen, die schwärmt immer so von den Scentsy-Düften. Und ja, als mich dann Natascha angeschrieben hat, habe ich geschrieben, ich bin jetzt nicht so die Duft-Queen wie du oder ja, vielleicht kannst du da mit der lieben Miss Curly Jen auch mal Kontakt aufnehmen. Die ist da sehr, sehr into it. Ich verwende super gerne Duftkerzen, ich verwende auch gerne Raumdüfte und so weiter, bin da aber nicht so super versiert. Ne? Aber sie hat gesagt, nein, sie möchte mir gerne ein kleines Geschenk schicken und deswegen habe ich jetzt hier mir die Duftblume aussuchen dürfen, die sich hier drin befindet, Fragrance Flower. Und da bin ich sehr gespannt, wie die sein wird. Wird ab heute bei uns in der Küche getestet werden. Hier sind auch noch ein paar andere Sachen drin, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber zuallererst möchte ich mir mal die Duftblume anschauen. Riecht die so? Nein, ich glaube, du hast Parfum hier reingesprüht, weil das riecht so, ne? Mega krass. Genau, also hier sind, wie man das anwendet, Empfehlungen mit bei. Dann habe ich hier so ein Draufmachring. Professionalität, Leute. Und hier ist der Duft. Der Duft. Das ist Blue Grotto. Blaue Grotte. Interessant. Und dann habe ich hier, ach guck mal, das ist quasi das Ding, was man dann da reinmacht, also der Docht quasi. Und dann habe ich hier die Blume und das ist eben das Coole, hatte sie mir nämlich geschrieben, weil ich habe gesagt, na so richtig mit Strom und sowas habe ich nicht wirklich was da. Wir sind also ne, von der Gestaltung unserer Deko sind wir doch eher schlichter unterwegs und ob sie dann nicht vielleicht irgendwas hätte wie eine Duftkerze oder etwas, was ich nicht in eine Steckdose reinmachen müsste. Und da hat sie halt gesagt, ja, nimm doch die Duftblume. Die schaut so aus, finde ich sehr, sehr hübsch. Und das ist halt hier unten der Docht. Dann bastel ich das mal eben zusammen. Und so schaut das dann echt hübsch aus. Mag ich echt gerne leiden. Ich rieche mal, es hat einen leicht zitrischen, aber auch aquatischen Duft. Den mag ich gerne und das ist für mich auch ein schöner Raumduft. Also das mag ich auch gerne in der Küche, um tatsächlich dann unangenehme Gerüche gegebenenfalls einfach mal zu überdecken. Und ja, die soll bis zu 60 Tage halten. Da bin ich ja mal gespannt. Also vielen Dank, liebe Natascha. Das ist jetzt unser neuer Begleiter in der Küche. Mal gucken, wie sie sich so macht. Ne? Und die stelle ich mal eben hier an die Seite, denn ich möchte schon ganz gerne gucken, was du sonst noch hier noch mit in das Paket gepackt hast. Das upsala, riecht ja so krass. Ne? Also da ist allerhand noch mit dabei. Wir haben dich hier drin ganz viel, oh süß, solche Folien, Konfetti-Viecher, das ist schön, das mag ich. Pineapple, Coconut, Vanilla, eine Handseife. Go-Go Mango Body Wash als Probe. Oh, dann sind hier auch noch Melz und sowas mit dabei. Nicht zum Verzehr geeignet. Luna. Sammy träumt gerade. Nasi, was träumst du denn da? Sammy.
Ja, und dann sind hier noch allerhand Flyer und total geiles Konfetti und nochmal das Sortiment auch mit drin und so. Aber schaut auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei. Duftqueen verlinke ich euch in der Infobox. Da könnt ihr dann noch ein bisschen mehr erfahren, sage ich mal, und finden. Da ist auch noch ihre Visitenkarte mit dabei. Genau, Natascha Patzelt heißt sie. Und hier sind dann auch nochmal ihre Kontaktdaten. Die halte ich euch jetzt auch in die Kamera. Und die werde ich auch in der Infobox einfach mal verlinken. Und genau, dann könnt ihr euch einfach mal bei Natascha melden, falls ihr Interesse habt. Und dann kann sie euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also danke, liebe Natascha. Das muss ich kurz zur Seite stellen. Hat mir sehr gut gefallen und war eine wundervolle Duftreise tatsächlich. Ich bin auch gespannt, wie die Duftblume sich so machen wird und wieso ihr Raumduft unser Raumklima verbessern wird. Mal schauen. So, dann kommen wir last but not least zu einer sehr, sehr coolen Geschichte und zwar zu Jepoda. Habe ich schon mehrfach vorgestellt und ich wurde letztens gefragt, ob ich Nachschub benötige und ich habe gesagt, ja, ich brauche tatsächlich nochmal den Kaumbaum, wenn ich darf. Und ja, wurde mir zur Verfügung gestellt, hier ist er. Mein Nachschub, ich finde den so geil, also der macht dir 1A, wenn du Double Cleansing machst, ne, machst du dir vorher den Kaumbaum drauf auf trockenes Gesicht und nachher immer gießt du das ja auf mit ein bisschen Wasser, ne, mache ich unter der Dusche meistens. Das macht einfach alles runter und das macht auch wirklich eine sanfte Reinigung. Das ist gut für meine Wimpern, das ist gut für meine Haut. Ich muss kein Schrubben, kein Nichts. Ich muss da nicht mit irgendwelchen scharfen Reinigern oder sowas bei. Und es nimmt wirklich gut mein Make-up und meine Mascara vor allem auch runter. Mein Augen-Make-up finde ich auch witzige, aufregende, bunte Looks-Schminke. Das nimmt wirklich alles zuverlässig runter. Und das ist er, der Kaumbaum. Ich finde den klasse. Kann ich euch nur empfehlen. Claudi30 ist da mein Rabattcode. Damit spart ihr 30% auf dem Online- in dem Online-Shop, genau. Monsieur ist wach geworden. Ich finde den toll. Der hat eine tolle Konsistenz. Die ist so weich und sanft und lieb zur Haut. Riecht angenehm. Also so ganz frisch riecht der, ne? Finde ich toll. Und sofort mit den Fingern in Kontakt. Der schmilzt mit der Haut. Ich habe da auch noch einen kleinen Spatel, den ich damit verwende. Hier ist jetzt, glaube ich, keiner dabei. Nee, aber ist nicht schlimm. Ich habe ja noch meinen da. Und ansonsten kannst du auch mit dem Finger machen. Richtig, richtig, richtig geil. Also vielen Dank, liebes Jepoda-Team, dass ihr mir tatsächlich nochmal Nachschub geschickt habt. Ich freue mich tierisch darüber. Also ich habe auch super gerne den Schaumreiniger, den The Bubble Double verwendet. Ich habe aber aktuell noch einige in Anwendung und einige da, die ich erstmal aufbrauchen wollte, bevor ich da auch Nachschub order, sage ich mal. Und ja, aber ich freue mich gerade sehr hierüber. Das ist mit Olive und Kokos, glaube ich. Aber den Kokos, den rieche ich persönlich nicht so intensiv, was ich gut finde. Und ja, ne? Der reinigt, klärt, relaxt, macht alles wundervoll. Ich finde den klasse, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ich habe auch noch von der lieben Linda ein Kärtchen mit dazu gekriegt. Mensch, ich greife jetzt erstmal ganz habgierig erst zum Produkt und sage gar nichts über die Karte. Liebe Claudi, hier ist wie abgemacht dein Jepoda-Nachschub. Ich hoffe, dass du auch weiterhin viel Freude an den Produkten hast. Ja, selbstverständlich. Ich freue mich schon auf deine nächsten Videos. Liebe Grüße, Linda. Danke, liebe Linda. Ach so, die Maske, The Seatox Mask, habe ich auch noch in Anwendung. Die verwende ich aber relativ so, ja, ein-, zweimal die Woche oder so, also nicht super, super, super häufig, nicht täglich. Die ist halt auch richtig klasse, um die Haut nochmal so ein bisschen, so einen kleinen Detox-Effekt zu geben, ne? Finde ich echt gut und das ist so eine Maske, die ganz leicht nur antrocknet, je nachdem, wie dick du die ja auch aufgibst, ne? Aber wenn du die dann abwäscht und runternimmst, du merkst wirklich, wie weich und sanft dein Gesicht sich anfühlt. Die finde ich auch richtig, richtig schön. So, jetzt habe ich in diesem Video aber auch wirklich genug Werbung gemacht, Leute, ne? Vielen, vielen Dank an meine wundervollen Kooperationspartner, dass ihr dafür sorgt, dass meine Schränke niemals leer werden und dass ich einfach irgendwie gefühlt so ein Never-Ending Möglichkeit, Possibility für Ausprobieren von Produkten habe. Echt super geil. Vielen Dank. Und ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!